alle bei ihrem Main. Oh ja, jetzt sind es die Main. Jetzt ist wirklich kein Dr. Marius mehr und Kirby und Palu und was weiß ich alles. Jetzt ist der Spaß vorbei, Leute. Jetzt ist ja, jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt sehen wir erstmal Darkhand. Ja, ich finde Darkhand cool. Ich finde es auch lustig zuzusehen. Mein Set gegen Beißler hat auch sehr viel Spaß gemacht gerade, fand ich. Mhm. Beim Set habe ich auch hauptsächlich zugeguckt, von daher. Ja, ich weiß nicht, was ich lustig finde. Ike haut einfach mit einem riesigen Schwert auf die Dose und explodiert. Oh, sehr guter Approach von Beißel hier. Oh ja. Der Callout und dann direkt gekommen und seine Projectiles. Wie die Dose auch so gar nicht wegfliegen will, wenn Ike sie Dash attackt. Die hat gar keinen Bock von jemand anderem außer Duckard-Duo benutzt zu werden. Aber noch haben alle alles zu Okay, never mind. Ja, es ist der erste Stock verloren. Beißel geht in Führung, damn. Oh. Das ist extrem scary. Ja. Oh ja. Ich weiß, Ike dann machen will. Okay. Sobald er low genug ist, kommt er halt zurück. Ja. Das ist halt die Sache. Eigentlich will man mit Ike nicht mit Up-BB covern, wenn man es irgendwie verhindern kann, weil fast jeder Charakter hat irgendeinen komplett kostenlosen Punish darauf. Sehr schöner Spike von Ja, den hat er sehr schön einfach sich gesnackt. Und damit wieder den das Game even gemacht. Ja, halt echt, ne? Von den Stocks her. Anyways. Forward and to Dash Attack. Ja, jetzt beide auch auf die gleiche Position. Aber was war das denn für ein geiler Approach? So mit der Side B, nicht als Attacke, sondern einfach nur um die Nähe zu kommen und dann instant der Down. Ja, da hat er schon damit gerechnet, so, dass halt er jetzt irgendein Projektil werfen wird, was ihn erstmal ein bisschen im Endlag sitzt. Und er hat halt keinen Endlag so richtig, wenn er den in der Luft benutzt. Ja, das stimmt. Das ist bei Falco und Fox Phantasm zum Beispiel auch so. Ah, SDN hat jetzt aber den Kill bekommen, weil er den 69er-Bonus hat. Oh ja, stimmt. Das heißt, es wird ziemlich schwierig für Ball. Okay, nice. Ja, er hat ihn mit der Crispy getroffen, 69er-Bonus ist over. Mhm. Das heißt, er hat wieder eine Chance überhaupt. Ja, das ist überhaupt möglich. Ja. Oh, aber das war schon wieder sehr übel. Mm. Selbst wenn er getaggt hätte, hätte er, glaube ich, die Dose abbekommen, honestly. Ich glaube, es hätte schon einen Unterschied gemacht. Also, wenn Ducker das richtig macht, dann ist eigentlich jede Option gedeckt. Ja. Das ist aber auch sehr interessant, viel wie er mit der Nair die Dose zu ihm schießt. Mm. Down to the back, nice. Ja, das macht er wirklich auch. Da verliert man auch sehr schnell den Überblick, in welche Richtung diese Dose jetzt überhaupt fliegt, die angeschossen wird überhaupt. Falls ihr das nicht wisst, die Dose von Duckhand kann immer nur in eine Richtung geschleudert werden, wenn man B drückt. Das heißt, wenn man sich halt genau hinter der Dose aufhält, ist man sicher. Aber das ist halt relativ schwierig gegen Weiße gewesen, das zu machen, weil die Dose fliegt so viel rum und ist an so vielen Orten gleichzeitig. Ja. Und man selbst auch, weil man auch geschleudert wird. Aber das war das Game. Ja, das habe ich gesehen. Wow, also dafür, dass der erste Stock von SDN so schnell weg war, hat er ihn jetzt einfach getoo-stockt. Das hätte ich mit 175% noch den Up-B-Spike bekommen am Ende. Da konnte Beißel nicht mehr viel machen. Er musste zu Ledge. Mm. Die Duckhand-Recovery ist dahingehend auch begrenzt. Das ist wahr. Nur ein paar Sekunden. Aber das ist echt kannst dafür, dass... Kannst du zwar canceln in Specials, Aerials und so, aber... Mm. Und Air-Dodge, aber bringt dir dann auch nichts, wenn du zu Ledge musst, während Ike da gerade seinen Spike platziert. Ja, das stimmt. Oh, nice. Oh ja. Hier wird ein bisschen Final Fantasy 7 Musik ausgesucht fürs nächste Game. Die Leute auf jeden Fall Geschmack. Das ist ein guter Song. Kein Animal Crossing Song. Ich mag Animal Crossing Songs auch, aber... Ja, schon. Aber wenn so ernsthaft gefightet wird, ich weiß nicht, ob es der Vibe ist. Das stimmt. Als, wenn es so komplett ruhig ist und so, das passt nicht ganz zum Vibe. Das hier passt jetzt schon eher. Ja, auf jeden Fall. Ziemlich High Octane auf die Schnauze. Those Who Fight. AC-Version. Oh ja. Und da sind sie auch, Those Who Fight. Ja, und es geht direkt los mit einer Combo von Beißel. Mhm. Ah, leider den Tech Chase nicht bekommen. Ja, das hat er gegen mich auch versucht. Forward Throw und dann so Instant Down Smash für den Fall, dass jemand auf dich zu airdodged. Und ja. Ike ist sogar auf ihn zu airdodged, aber es hat halt nicht gereicht. Das war sehr schön. Ja, auch Beißel wusste auch, dass SDN das überleben würde und hat schon mal angefangen, die Smash zu chargen. Ja. Das scheint ja offensichtlich sein Punish in dem Matchup zu sein. Ja. Immer einfach die Smash. Scheint sehr gut auf jeden zu funktionieren. Fall. Oha, okay, Down Tilt into Forward Air. Ja, das dachte ich mir schon, dass jetzt die One of Fair kommt als Edgeguard. Oh, ja, cleaner Edgeguard. Sehr clean. Von der Ledge gebackert. Hätte ich natürlich genauso gemacht. Ja, gar keine Frage. Die Pros sind nur die einzigen, die das richtige, die Ausführungsskills haben. Das war das, was wir alle denken, auch zu machen. Also, außer bei Beißel. Da wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Nee, okay, der bewegt sich in ganz anderen Dimensionen. Ja. Der spielt noch 4D-Schach. Bei SDN sieht man halt noch durch, was passiert so. Ja, der ist mit dem Schwert. Und manchmal schwierig. Haut er das Schwert einfach in deine Richtung. Also man sieht, also ich finde schon, dass ich noch durchsehe, aber ich weiß halt nicht, was er als nächstes macht. Mm. At all. Der ist irgendwie zu viel crazy shit. Er weiß es wahrscheinlich selber nicht, was er als nächstes macht. Okay, jetzt gerade haben wir ein bisschen das Tempo rausgenommen aus dem Game. Mm. Es gibt jetzt ein bisschen Slow Neutral.
Dakan versucht, ja, auf jeden Fall hier seinen Gegner auf Distanz zu halten, was auch ganz gut klappt. Aber sobald Ike halt ein Opening findet, wird's problematisch. Aber langsam muss Weißel jetzt auf den Kill finden. Ja, damit struggelt er ziemlich mit Killen. Das scheint die größte Schwachstelle zu sein. Entweder von Duckhand oder von Weißel. Aber jetzt nur nicht übermütig werden, er hat ja den Lead. Er muss sich unbedingt die ganze Zeit approachen dann und so. Ja, eben macht er ja. Obwohl er eigentlich den Kill braucht, sieht er das halt überhaupt nicht ein, dafür zu fischen. Und ja, das ist auch sehr, sehr gut. Das ist nämlich genau das, was SDN will. Ah, cleaner Edgeguard, man kennt's. Er geht mit der Abi runter. Oh ja. Geht mit der Abi Richtung Offstage, blinkend wieder auf die Stage. Oh, da habe ich schon eine Dash-Tag gesehen, da wird das Frisbee bekommen. Ah, der Ledge-Trap ist so mies. Oh, ah, das Was soll man da machen? Das war so gut. Mhm. Da hat er wirklich jede Option eigentlich gecovert. Ja, es hat jede Option gecovert. Und irgendwie die einzige, die nicht gecovert ist, sieht so aus, als wäre sie gecovert. Ja. Gurumi schreibt, die Naturgeräusche sind der beste Jam, haha. Ja, da ging es wahrscheinlich gerade um die Musik, als er das geschrieben hat. Ja, die Animal Crossing-Musik. Ja. Also an sich fühle ich die natürlich auch, aber so... Ich glaube, er meint diese Naturgeräusche aus dieser komischen Greenscreen-Stage, oder? Mit diesen Blättern. Da gibt es das so ein Ambient-Theme. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein. Ah, und in der einen Vario-Stage gibt es das auch, glaube ich. Dafür spiele ich zu wenig Casual, um sowas zu wissen. Wenn man als Counter... Ja, du kannst es ja auch auf Battlefield und FD picken. Du kannst halt als Counterpick machen, dass es keine Musik gibt quasi. Und dann ist es so uncomfortably silent und du sitzt da... Also einige Leute fuckt das auf jeden Fall hart ab. Ja, ich weiß doch, dass Flora hat das mal gemacht, bin ich der Meinung, habe ich auf Twitter gelesen. Hat als Counterpick Ambient Noises genommen. Ich glaube, es war sogar gegen SDN. Aber ich bin mir nicht komplett sicher. Ja. So auf jeden Fall sehr, sehr knappe, klatschige Situation gerade so. Ja, auf jeden Fall. Also es geht nur um Game 2, aber... Na, es ist schon relativ wichtig. Es geht darum, halt ob... Last Hit und wenn SDN das jetzt holt, muss Beißel halt den Reverse 3-0 aufnehmen. Ja, eben, ganz genau. Oder er ist halt ausgeglichen. Aber er belebt es, das ist ja krass, krass. Da kann es echt leicht. Mich überrascht das tatsächlich, dass er auf 130 die Ike baut, er überlebt hat. Zumal Ike auch 109% Rage hatte und das direkt an der Ledge war. Ja, das stimmt. Echt, echt gut die Ike von Beißel an der Stelle, muss man sagen. Mhm. Ist eine Pikmin-Musik, schreibt Kurumi noch. Ach so, ja, okay. Dann ist das die Pikmin-Stage gewesen. Die diese Naturgeräusche hat. Oh, ja. Okay, ja, er gibt deshalb an die Ledge. Jeder Hit könnte jetzt der letzte sein. Ja. Außer Grabs. Killthorse haben sie beide nicht, das stimmt. Aber der Downthrow war... Ja, der Downthrow sah schon gar nicht so weit davon entfernt aus. Ja. Out. Anscheinend ist Downthrow der Kill, der dann am ehesten tötet von Ike, oder? Ja, wahrscheinlich echt. Zumindest Center Stage. Ich denke mal, dass SDN den dann bewusst gewählt hat auch. Ah, oh, die Nair! Der Nair-Zoom in den sie holt sich so oft. Muss ich sagen. Ja, krass. 2-0. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt relativ schwierig für Beißel. Also, er hat sich halt gut geschlagen und hätte es holen können, aber am Ende ist es halt einfach ein Loss und der steht halt 2-0 da und muss jetzt hart comebacken. Ja. Schwierige Ausgangssituation. Ist auf jeden Fall schwierig. Macht dann nicht so viel aus. Aber alles machbar. Aber es ist machbar, ja. Heute denke mal, Beißel wird auch schon den ein oder anderen 3-0 aufgepult haben in seiner Karriere. Ja, das stimmt. Insofern kann er das jetzt bestimmt wieder machen. Wenn sich SDN jetzt ein bisschen zu sicher fühlt, vielleicht. Ja, das ist halt vielleicht einmal überrascht werden. Wenn du so ein Lead hast und safe spielen kannst, naja. Das ist schon mal was anderes. Aber die Sache ist halt, du kannst nicht so richtig gegen Duckhand campen. Ne? Naja, das ist, keine Sache. Irgendwann musst du approachen. Oder irgendwas punishen. SDN auf jeden Fall mit einem opportunistischen Spielstil, will ich behaupten. Ja, doch, das ist auch so. Er sieht halt die Situation und dann versucht er da irgendwie ein, zwei Hits rauszuholen, aber dann geht er auch wieder in Neutral zurück und overextended nicht. Meistens sind das so zwei Hits. Oh, okay, da ist er für einen Heartbeat gegangen. Den gleichen Heartbeat, den Flora schon gemacht hat heute on stream. Ja, die Bäcker, ja. Da nimmt er sich direkt aus dem Hit von der Dose einfach aus seinem eigenen Advantage sich zu holen. Ah, okay, ich hätte gedacht, er geht wieder aufs Stage und mit der Abi auf die Ledge, aber... Also auf die Stage meine ich. Findet eine Stray Bäcker, ja. Ah, ich finde es schön zu sehen, wie aggressiv SDN spielt. Das sieht man nicht sehr oft. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich habe schon sehr oft gehört, dass er so übertrieben defensiv ist und dafür bekannt ist, einen sehr defensiven Ike zu haben. Aber oft, wenn ich ihn spielen sehe, rennt er irgendwie rein mit der Dash-Attack oder macht irgendwelche Side-B-Down-Tilt-Approaches und so. Gut, I guess gegen Duckhand musst du auch approachen, aber halt auch gegen Rufens Chrome und so fand ich halt eigentlich nicht... Ich fand eigentlich nie, dass das sonderlich, also dass das übertrieben defensiv war. Klar, es war optimal so, opportunistisch. Du wartest ab, bis der Gegner einen Fehler macht.
Ja. Aber jetzt nicht so, dass ich es irgendwie jetzt langweilig gefunden hätte oder so. Nee, das auf jeden Fall nicht. Der Nair into Uptilt war irgendwie delayed. Mhm. Nice. Ja, ich dachte mir schon, dass er wieder in die Ledge geht, damit es nicht super punishable ist. Das macht er auch wirklich auf, dass, auch wenn ich hier gegen ihn Set spiele. Ja. Das ist eine seiner Lieblingsoptionen eigentlich so, an der Ledge. Ist halt Ike. Ist halt nicht der einzige Ike, bei dem das so ist. Ah, okay. Das ist wahr. Ja, bei Ike ist auch Stock. Das Potenzial zwischen verschiedenen Ikes verschieden zu spielen, ist gar nicht so hoch tatsächlich. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, ich habe heute gegen zwei verschiedene Lukas gespielt, die hier auf dem Event sind. Die haben halt komplett unterschiedlichen Spielstil gehabt, muss man wirklich sagen. Das ist war sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn man irgendwie gegen einen K-Wool spielt online, der spielt irgendwie immer gleich. Ist ja. Verrückt. Einige Charaktere können ein bisschen mehr Personality ausdrücken. Und ja, das stimmt. Ein bisschen weniger. Ich glaube, je schneller der Charakter, desto mehr Personality. Ja, auf jeden Fall. Es ist mehr Optionen und alles. Naja, die Side B von der Ledge. Oh ja, die bin ich schon sehr oft reingefallen gegen SDM. Ja, gerade war auf jeden Fall Beißel zu weit weg, um den Ledge-Shop zu performen, deswegen war es eine gute Option. Weil wir auch. Er schlägt das Fass in seine Richtung und dann wieder zurück. Ja, ich dachte so auch gerade, also. Ob das nur so zur Verwirrung ist oder ob das einfach schon Muscle Memory ist, weil theoretisch hätte er ihn ja treffen können. Ja. Wenn er das nicht gemacht hätte. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen, ob das ein Mix-Up war. Mhm. Oder beziehungsweise ein Read quasi. Ah, okay, da hat der Wall aber gecovert mit dem Frisbee. Ja. Hat aber ganz knapp leider nicht verloren. Die Up-Air verfehlt. Oh, jetzt. Aber ja. Den Kill hat er. Den Kill hat er. Okay, jetzt war ein bisschen Rückstand, aber. Ja, kann das ich meine, er ist der Respawned, ist mit Invincibility. Vielleicht 92% Duckhunt ist halt quasi tot. Also, der nächste Icon ja, ist das halt ist schon. Wahr. Vielleicht muss er ein bisschen drauf pokern, ihn irgendwie zu gehen. Okay, es war jetzt nur ein F-Tilt, deswegen hat er es überlebt. Aber ich weiß halt nicht, ob er überhaupt den nächsten F-Tilt noch überleben würde. Ja, das ist schwierig. Ah, jetzt kann er seine Combo starten, glaube ich. Nee, okay. Ah, ich dafür brauche Grab, glaube ich. Ja, jetzt ist erstmal die Dose losgeworden. Braucht er nicht mehr. Ja, oh, okay, der F-Tilt war zu schnell draus. Ja. Damn, das war's. Ja, das war ein sehr schnelles Set. Cleanes 3-0 von SDN. Ja, auf jeden Fall. Das hat er sehr, sehr clean runtergespielt. Das war Winners Final. Nicht schlecht.